Wir zünden eine Kerze an. Es ist Karfreitag. Wir werden still. Wir lesen aus Jesaja 53, die Verse 1 bis 6. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und voller Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr, er warf unser aller Sünden auf ihn. Wir werden still. Wir lesen die Erklärung zum zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses von Martin Luther. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich, verlorenen und verdammten Menschen, erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleichwie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Wir beten gemeinsam. Aus der Tiefe schreit die Welt zu dir, Gott. Aus der Tiefe menschlicher Not und Angst, aus der Tiefe ungerechter Verhältnisse und kriegerischer Gewalt. Aus der Tiefe schreit die Welt zu dir, Gott, aus der Tiefe alltäglicher Bedrohung und krisenhaften Erschreckens. Höre unser Schreien, Gott, und lass uns nicht verloren gehen. Herr, erbarm dich unser.
Wir lesen aus Markus 15. Kapitel, die Verse 22 bis 39. Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz zu trinken geben. Aber Jesus nahm nichts davon. Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten dann untereinander seine Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrieben: Der König der Juden. Zugleich mit Jesu kreuzigten sie 2 Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen anderen bauen. Dann befreie dich nun auch selbst und steige herunter. Genauso machten sich die führenden Priester und Gesetzeslehrer über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selber kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, so sprachen sie weiter, werden wir ihm glauben. Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, sie beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Gegen 3 Uhr schrie Jesus: Eloi, Eloi, lama asabani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: Der ruft Elia. Einer holte dann schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er: Lasst mich machen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut, er schrie auf und er starb. Nicht gleichet, so schändlich.
Liebe Gemeinde, ein Mensch geht seinen Weg, unbeirrt, überzeugt, aber auch mit großer Freude im Herzen. Aber er geht diesen Weg nicht allein. Da sind Männer, Frauen bei ihm, wohl auch Kinder. Er geht diesen Weg also mit anderen und sie haben einen gemeinsamen Herzschlag. Die Nähe und die Zuneigung für Menschen ist für diesen Mann sehr wichtig. Er braucht die Gemeinschaft. Er braucht sie. Sie ist ein Teil seines Denkens und seines Fühlens. Jesus von Nazareth heißt dieser Mensch. Seine Jünger nennen ihn Meister, Sohn Gottes, Messias, Herr. Dass sie ihm nachfolgen, macht auch ihn stark. Dass sie an ihn glauben, das beflügelt ihn gar. Dass sie ihm seine Nähe schenken, gibt ihm Mut und große Hoffnung. So geht er zusammen mit ihnen durch die Dörfer und er heilt die Menschen, die krank sind. Er berührt diejenigen, die schon lange keine Wärme mehr gespürt haben. Er vergibt die Sünden und er spricht von Gott in einer ganz neuen Weise, wie noch keiner von ihm, vor ihm, von Gott gesprochen hat. Er sagt, Gott ist die Liebe, Gott ist die Freiheit, Gott ist Versöhnung, Gott schenkt Gnade. Alle Menschen, die an diesen Gott glauben, er ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, alle Menschen, die an ihn glauben, gibt er Mut und Kraft. Durch diesen Gott werden sie spüren, dass ihr Herz aufgeht, dass sie auch als Gemeinschaft zusammengehören und sie spüren die Liebe Gottes ganz tief in sich. Viele laufen ihm nach und viele wollen an der Seite von Jesus sein. Manchmal sei es, dass sie einfach nur den Saum seines Kleides berühren möchte. Sie spüren die Liebe Gottes. Wenn er sich ihnen zuwendet, geht ihnen das Herz auf. Sie fühlen sich freier, sie fühlen sich angenommen. Sie spüren, dass ihre Schuld ihnen vergeben wird. Sie dürfen neu werden, Menschen anerkannt, respektiert, akzeptiert. Jesu Wort von Gottes Liebe zu den Menschen verändert jeden, dem er begegnet. Keiner bleibt unberührt. Dieser Mann, Jesus von Nazareth, wir glauben bis heute an ihn als den Christus. Aber doch verlassen sie ihn. Seine Freunde gehen den letzten entscheidenden Weg bis zum Kreuz nicht mit. Diesen Weg geht Jesus allein. Zuerst schlafen sie ein, dann verstecken sie sich und dann verlieren sie fast ihre Hoffnung und ihren Mut. Den Weg in den Tod am Kreuz geht Jesus alleine. Und er ringt und er betet und er zweifelt, er hadert sogar. Er fühlt sich auch verlassen da oben am Kreuz und so bittet er seinen Vater, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Er ist auch sicher verzweifelt, weil sich alle abwenden von ihm. Das kennen wir auch alle. Wenn Menschen sich von uns abwenden, dann fühlen wir uns verloren und verlassen. Das sind Augenblicke, wo wir kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Vielleicht in Momenten, wenn wir schwer krank sind oder wenn wir einen Raum betreten und wir merken, die Stimmen werden ganz leise. Momente, wo wir
nicht ein- und auswissen, wo wir spüren, woher soll ich jetzt Hoffnung nehmen? Wo kann ich jetzt Mut bekommen? Wer kann mir zusprechen, dass doch alles gut gehen wird? In all seiner menschlichen Not fühlt Jesus sich also auch wie jeder andere Mensch verlassen. Und so schreit er. Und er schreit all seine Wut und Verzweiflung heraus und er schreit und er bittet und er sagt: Warum, Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses Wort der tiefen Erschütterung seiner Seele kommt über seine Lippen. Am Kreuz endet das Leben von Jesus, aber das Kreuz ist nicht das Ende. Trotz aller unendlichen Verlassenheit und Verzweiflung, trotz aller Erschütterung, das Kreuz ist der Tod, aber der Anfang von etwas ganz Neuem. Aber am Kreuz wird Jesus der Gott und wird der Mensch auf ganz neue Weise. Er nimmt alles Menschliche auf sich, das, was wir auch alles kennen, an Not, an Verzweiflung, an Leid, an tiefer Erschütterung. Aber doch bleibt er der Gott. Denn er steigt nicht herunter vom Kreuz. Er macht nicht diesen einfacheren Weg, sondern er nimmt all das auf sich, was nur so allzu menschlich ist. Das Kreuz ist immer noch aufgerichtet auf unserer Welt. Aber über dem Kreuz hat Gott das Wort der Versöhnung gestellt. Und diese Versöhnung, die ist für uns Auftrag. Gott hat sich mit uns versöhnt, er hat uns unsere Schuld vergeben, er hat uns in die Freiheit entlassen, er schenkt uns seine Gnade und Barmherzigkeit. Deswegen müssen wir nicht angesichts von Leid und Tod, auch angesichts dieser Krise, in der wir sind, angesichts von Covid-19, müssen wir nicht verzweifeln. Wir wissen, Gott hat die Versöhnung in diese Welt gebracht durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir sind Botschafterinnen und Botschafter. Im Auftrag Christi sollen wir verkünden die Auferstehung. Wir sollen verkünden, dass die Menschen von Schuld befreit sind. Wir sollen verkünden, dass die Liebe Gottes größer ist als der Tod, dass wir freigesprochen sind, angenommen von Gott als geliebte Menschenkinder. Und so sollen auch wir uns untereinander annehmen, uns in die Augen schauen, derzeit Abstand halten, aber doch uns annehmen. Fürsorglich miteinander sein, aufeinander Rücksicht nehmen und so die Liebe weitergeben, die Gott uns geschenkt hat, gezeigt. Ein für alle Mal hat er uns diese Liebe am Kreuz. Daran glauben wir und hoffen, dass der Tag der Auferstehung für uns alle leuchtet am Horizont. Amen. Liebster Jesu, was hast du wahr?
Wir beten miteinander und füreinander. Wir wenden uns in Zeiten der Not an dich, Gott. Vereint sind wir heute vor dir im Gedenken an den Tod deines Sohnes Jesus Christus, unseres Heilands und Retters. Vereint sind wir heute vor dir in der Erfahrung von Tod, Leid und Trauer in so vielen Familien und auch in unserem eigenen Leben. Vereint sind wir aber auch in Hoffnung auf dich, Gott, auf deine Zuwendung, auf deinen Trost und auf deine Gnade. Wir bitten, hilf uns, Gott, zu glauben an Jesus, den Bruder. Wir haben es nötig, wir Menschen, jetzt und hier. Mit unserer Angst und Sorge in der Gegenwart und vor der Zukunft. Mit unseren Zweifeln und unserer verborgenen Schuld, mit unserem Tod, der über uns kommt zu deiner Zeit. Wir bitten, hilf uns, Gott, dass wir trotz unserer kleinen Kraft dem Vorbild Jesu folgen, dass wir auch in diesen Tagen untereinander verbunden bleiben und füreinander da sind, heute, morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. Gemeinsam beten wir nun das Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Herz Gottes und des gekreuzigten Sohnes öffne sich für uns und alle Welt. Das Licht, es durchdringe die Nacht des Todes, und der Geist gehe ein in alle Gräber und in alle Toten. Der Tag der Auferstehung erleuchte uns am Horizont. Und so geht gesegnet und in Frieden eure Wege. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen. Und da sind die Hirten.
Gestern.